Jo Freunde, Hallöchen, mein Name ist Erik Sindermann, aka Dr. Sinsen. Ich bin Modedesigner und ich glaube vielen von euch oder viele von euch kennen mich auch von Ex on the Beach. Schöne Grüße aus der Quarantäne, mittlerweile ist der zweite Tag. Ich zeige euch mal ganz kurz mein Zimmer. Das ist einmal mein Bad. Guckt mal hier. Nice, nice. Alles ein bisschen unordentlich jetzt, aber egal. Ey, kommt, ich bin hier einfach nur da, um so ein bisschen vor mir hin zu vegetieren. Meine Toilette, auch sehr, sehr wichtig. Ohne Toilette geht's nicht. Dann mal ganz kurz mein kleines, bescheidenes Zimmer. Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde die Quarantäne so fett, einfach mal 5 Tage oder 7 Tage, ich weiß es noch nicht, nichts zu machen. Man kann einfach sich den ganzen Tag vollfressen, man kann DVDs gucken, man kann lesen, kein Handy. Also was Besseres geht nicht. Viele meckern ja, aber ich finde, das ist einfach das Fetteste überhaupt und ich komme mal richtig runter. Ja, ja, deswegen genieße ich die Zeit gerade vollkommen, immer schön ausschlafen und genau, ich freue mich schon sehr, 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 sehr krass, endlich in den Container einzuziehen. Handball, Modedesigner, jetzt auch Astronaut. Was kannst du eigentlich nicht? Also viele, die mich kennen, sagen immer, Erik, was kannst du überhaupt? Ich würde einfach sagen, nicht umsonst werde ich auch so im Umkreis und von meinen Freunden so ein bisschen als der Forrest Gump von Deutschland bezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie ich es mache, aber in den letzten 6, 7 Jahren habe ich vieles richtig gemacht. Einfach nur deswegen, weil ich immer sehr positiv durchs Leben gehe, weil ich nicht links nach rechts gucke. Ich konzentriere mich nur auf mich. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel dafür, was ich so geschaffen habe. Das Streben nach Erfolg hatte ich von Katar nach Norwegen und jetzt ins Weltall geführt. Denkst du, du kehrst als Sieger zurück auf die Erde? Also mal ganz im Ernst, Leute, für mich ist es schon ein riesiger Erfolg, überhaupt dabei zu sein. Also bei Promi Big Brother, die krasseste Reality-Show in Deutschland. Ich hätte damit noch nicht gerechnet, bin ich ganz, ganz ehrlich. Dementsprechend, wenn ich da 2 Wochen drinne bleibe, dann kehre ich für mich selbst als Sieger raus. Welche 3 Gegenstände müssen auf deine intergalaktische Reise mitgenommen werden? Also erstens, das soll jetzt wirklich nicht blöd klingen, sind natürlich meine Ohrringe und meine Goldkette. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als 1 zählen kann. Das sind Sachen, die habe ich mir gegönnt, wo ich was geschaffen habe. Dementsprechend haben die einen großen Wert für mich. Dann natürlich ganz, 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 ganz wichtig, das Kissen von meiner Tochter. Das ist so ein Hello Kitty Kissen. Und der 3. Gegenstand würde ich ganz klar sagen, meine Homer Simpson Schuhe. Gibt es ein Vorurteil, mit dem du aufräumen möchtest? Ja, ja, auf alle Fälle, weil seit Ex on the Beach denken ja alle, ich bin so ein chronischer Fremdgeher, was aber komplett gar nicht stimmt. Also alle meine Ex-Freundinnen wissen ja, und ich hatte bis jetzt nur 4 bis jetzt in meinem Leben, dass ich noch nie fremdgegangen bin. Aber wenn ich natürlich Single bin, dann ist das was komplett anderes und dann ändert sich natürlich so ein bisschen die Lage. Und dann bin ich auch komplett der Lebemensch. Leute, ich will auch nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder werden. Ich möchte in den nächsten 7, 8 Jahren der Modekönig von Deutschland werden. Das ist noch ein harter, harter Weg. Ich möchte A-Promi werden und ja, dementsprechend ist es schön, dass es jetzt mit Promi Big Brother geklappt hat. Ja.